gehört ja auch zu den Menschen, bei denen auf mysteriöse Weise immer die Ponypartie am allerschnellsten wächst und die wollten nicht jedes Mal zum Friseur rennen. Ich zeige euch heute ganz einfach und schnell, wie ihr euren Pony selber stutzen könnt. Ganz wichtig, wenn ihr keine Profis seid, dann Pony immer nur trocken schneiden, weil ansonsten gibt es später eine böse Überraschung, wenn der dann im getrockneten Zustand plötzlich kürzer wird. Am besten glättet ihr euer Pony einmal mit dem Glätteisen komplett durch. Dadurch wirken die Haare zwar erstmal noch länger, als sie ohnehin schon sind, aber es ist fürs Schneiden einfach die beste Basis. Damit ihr euch nicht aus Versehen eure langen Haare abschneidet, fixiert ihr die einfach mit Klemmerchen hinter den Ohren. Wenn ihr den Rest eurer Haare nach hinten geklipst habt, dann kämmt einfach eure Ponypartie ins Gesicht. Dann nehmt ihr die Ponypartie in die eine Hand und kürzt mit der anderen so über den Augen ganz vorsichtig, Millimeter für Millimeter. Dann nehmt ihr nochmal die obere Haarpartie davon weg und schneidet auch da nochmal rein, weil das softet die Übergänge ab, dann sieht es nicht später aus wie so ein Brett. Falls ihr Schnitthaare auf dem Gesicht habt, kriegt ihr die am besten mit einem Puderpinsel los. So, und jetzt einfach nur noch die Haare aufmachen. Um die Übergänge kümmert sich der Friseur beim nächsten Schnitttermin. Hauptsache, ihr könnt wieder aus den Augen schauen. Fertig!